Fächer-Facelift, Halslift. Meine nette Patientin, 55 Jahre, Sabine, hat jeden Tag nach dem Eingriff ein Foto von sich gemacht und wird uns dazu kommentieren, wie sie an dem Tag gegangen ist. Mittlerweile ist es 4 Monate her. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth-Praxis hier im Kompetenzzentrum in Salzburg. Wir haben jetzt das Vorher-Nachher auch im Bild. Die Ausgangslage war, dass wir sehr deutliche Wangen, abgesunkene Wangenregion gehabt haben. Das war klar. Das hat sie so sehr gestört, auch unten beim Hals. Von der Seite her noch, dann haben wir da so ein Foto gemacht, wo eigentlich das Hauptproblem. Also diese abgesunkenen Partien und vor allem das Kinn und der Hals hat ja. Ja, eben da hier, der Bereich stört so. Und dann sind sie nach Salzburg gekommen, ich habe sie operiert. Dann war sie am ersten Tag nach der Operation, haben sie so ausgeschaut. Ja, das war schon, der Anblick war ein bisschen erschreckend. Ja, also am ersten Tag, da ist halt alles völlig geschwollen. Also man sieht kaum was. Ich konnte auch den Mund nicht öffnen. Also ich konnte kaum trinken. Ging schon, aber also am Anfang ist man, also in dem Fall der erste Tag danach, sind es besonders geschwollen um die Augen herum. Also nicht alle Patienten so stark geschwollen, aber es gibt da welche, die Augen kaum aufbringen, also nur ganz wenig. Das ist einfach nach der Operation, meine Operationszeit in dem Fall ist kurz, 1,25 Stunden, aber trotzdem ist es so, dass man ganz schön geschwollen sein kann und es ist unterschiedlich. Wir haben natürlich auch Patienten, die am ersten Tag schon viel anders ausschauen, aber in dem Fall 4 Tage später, da sind die Augen schon wesentlich offener. Mhm. Die Schwellung ist immer dorthin am leichtesten, wo es am wenigsten Widerstand hat. Und das ist um die Augen herum. Deshalb ist man, obwohl wir die Augen jetzt nicht operiert haben, ist es einfach immer deutlich und es geht immer um die Augen herum. Und da ist natürlich auch noch ein deutlicher blauer Fleck hier unten. Die Augen generell geschwollen. Was man schon sieht, ist, dass die Kinnkontur schön ist. Mhm. Die Kinnkontur ist auch nach ein paar Tagen schon einmal herausgekommen. Und das sieht man noch deutlicher am Tag 5 nach dem Eingriff. Natürlich muss man da mit den blauen Flecken hier unten rechnen. Das ist klar. Der Hals hat wirklich dabei ausgeschaut, als wäre dem Bürger von Boston in die Hände gefallen. Das hat doch lang gedauert, bis es zurückgeht. Aber bei mir dauert das einfach. Die blauen Flecken halten sich extrem lang. Das ist eine dünne Hautkonsistenz und eine dünne Haut schimmert das Blaue immer mehr durch als der jemanden, der dickere Haut hat. Die Nahtentfernung, 10. Tag, auf nach Salzburg, haben sie da geschrieben. Hurra! Das ist so nett, dass ich es so dokumentiert habe, auch mit den einzelnen Daten und so. Auf nach Salzburg, war schon optimistisch. Da haben wir noch einen ziemlichen blauen Fleck beim Hals gehabt und auf der Seite natürlich hier der blaue Fleck bei der Unterlidregion. Nächster Schritt, 17.03. mit Make-up. Genau, da habe ich das erste Mal versucht, das zu überschminken, weil ich hatte diese blauen Flecken unter den Augen ziemlich lang. Und ja, es ist schon einigermaßen, also es hat mir ein bisschen durchgeschimmert, aber dann schaut es super schon aus. Da habe ich mich zum ersten Mal mit einem Freund getroffen. Ja. Und der hat gemeint, na, das fällt nicht auf. Ja. Also kannst ruhig unter die Leute gehen. Ja, ja, genau. Und es hat auch gestimmt, oder? Hat auch gestimmt, ja, natürlich. Selber ist man kritisch und sieht alles. Ja, ja, ja. Ja. Ich war mir noch nicht so sicher, aber ja. Man hat schon auch so eine Art Lampenfieber, wenn man das erste Mal unter die Leute geht, oder? Absolut. Und ich habe so das Gefühl gehabt, alle schauen mich an und alle vermuten irgendwas. Das ist völlig paranoid und unsinnig, ja, weil niemand beachtet dich. Und wenn du gut ausschaust, dann wird das als normal angenommen. Also der Freund hat gemeint, die Leute, die mich zum ersten Mal sehen, die nicht wissen, wie es vorher war, denen fällt sowieso nichts auf. Ja. Und auch den anderen dort im meisten nicht. Die, die es gewusst haben, die waren eh. Die waren positiv. Haben sie sich aufgemuntert auch ein bisschen? Ja, schon, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch 3 Monate danach.
Ja, da war es dann schon ziemlich gut. Was mir hier auf dem Bild so gut gefällt, das ist ein bisschen von unten aufgenommen und da sieht man wirklich diese perfekte Kinnkontur. Mm. Und das Gesicht ist jetzt wieder oval geworden und wir haben nicht mehr diese tiefe Nasolabialfalte, die wir gehabt haben. Und die Form vom Gesicht ist eigentlich jugendlich und schön, wenn sie oval ist. Und da kommt es wieder sehr gut heraus. Also das heißt, das Gesicht ist jetzt konturiert und schaut gut aus. Genau, jetzt ist 4 Monate, jetzt ist eigentlich fast alles weg. Ja, genau. Kein Taubheitsgefühl noch ein bisschen, oder nicht? Ja, ein bisschen taub hier am linken Ohr. Eine Seite ist immer die schnellere. Das ein bisschen. Aber ich kann auch schon wieder den Kopf sehr gut bewegen. Das ging doch am Anfang nicht. Ja, da war ein bisschen eingeschränkt im Radius. Ja, das glaube ich, weil diese Schichten verkleben und dann kann man nicht so bewegen. Aber ja, wir haben dann eh nach 6 Wochen mit Sport wieder begonnen und dann habe ich so das Gefühl, wenn man sie bewegt, dann wird es schnell wieder wird's besser. Genau, und Lymphdrainagen ein bisschen, aber so oft eigentlich auch nicht. Ja, ein bisschen Lymphdrainage ist gut zum Abschwellen, aber wenn man das Foto am ersten Tag nach der Operation schaut, dann sieht man eh, dass es recht schnell gegangen ist im Endeffekt. Aber im Endeffekt ist es wirklich schnell gegangen, so kurz nach der OP ist sie wirklich extrem. Und das war so lustig, weil mein Freund hat mich abgeholt aus der Klinik. Und ich hatte ja eine Zimmergenossin, die ist ja einen Tag nach mir operiert worden. Und er hat dann gesagt, er ist reinkommen und er wusste nicht, wer ist. Er hat gesagt, ihr schaut euch ziemlich ähnlich. Also beide. Beide so geilen Mondgesichter. Genau, also doch. Aber dann, es tut sich irrsinnig viel in der ersten Woche, das glaubt man nicht. Aber da muss man ein bisschen durch. Die erste Woche, wo ist man ein bisschen unsicher und denkt man sich, naja, war das eine gute Idee. Die ersten 10 Tage, muss ich wirklich sagen, da habe ich mir gedacht, okay, das mache ich nie wieder. Man muss es ja nicht wieder machen, weil das Ergebnis hält eh. Also, also wenn man so mittendrin ist, dann ist es schon, vergeht die Zeit als langsam. Deswegen war es im Winter ganz gut, weil da war sowieso das Wetter so grausig draußen, da will man eh nicht raus und ein bisschen lesen, Fernsehen. Genau. Kann man sich ein bisschen zurückziehen sozusagen. Ja, man kann es gut überleben, ja. Ja, man kann es gut überleben und wenn man nachher so positiv ausschaut. Und vielen Dank, Sabine, dass Sie aus Wien gekommen sind, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns, mit YouTube teilen auch. Und liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth. Und liebe Grüße von Sabina. We'll be right back.